Für Schweine. Da sollen das Rehe sein. Hirsche. Ach, wir sind ja noch viel zu weit weg. Noch einen weiten Weg vor uns. Also ich muss ja sagen, ich möchte hier nicht im Dunkeln sein. So, liebe Rehe. Ich bin hier und wo seid ihr? Da rennt was. Bleib stehen! Wo ist es? Ich fände es ja cool, wenn das nicht so schwer wäre. Der war einfach. Da war einfach eine unsichtbare Wand. Ging es gerade nicht durch. Habt ihr gesehen, wie ich den getroffen habe? Haha. Man muss hier echt ein bisschen lauschen. Ich habe erstmal auch nur die Schritte gehört. Vielleicht ist es gar nicht so doof, hier einfach zu warten. Okay, die nächsten drei Teile der Demo werden damit gefüllt, wie ich jage. Ich hoffe, das ist okay für euch. Huch! Gegner? Ein Bär? Wir haben... jemand wo? Da oben. Was gibt denn noch mehr? Hilfe? Ich habe gleich keine Pfeile mehr. Wird jetzt noch mehr.
Okay, der Apfel hat jetzt halt gar nichts gebracht. Der hat einfach keinen Loot. Auch Holz. Ich fühle mich wie so ein richtiger Robin Hood, der einfach voll Schiss hat im Wald. Das war sehr elegant, die Leiter nach oben. Das klingt immer wie Menschen. Und hier könnte ich rein theoretisch gut jagen. Rein theoretisch. Ich finde, die Tiere sind aber ganz schön schnell. Mensch. Hier ist ja noch was. Ein Brot. Wir haben 11 Pfeile. Wir machen mal noch mehr. 11 Pfeile. Ich habe aber noch nicht ganz verstanden, wie wir Holz kriegen. Das ist etwa, können wir das wirklich nur finden, das Holz? Nicht irgendwie selber abbauen? Das Geräusch ist jetzt aber nicht so schön. Komm, hier irgendwie ist immer eine unsichtbare Wand. Na gut, das hat nicht getroffen, aber das war auch zu erwarten. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, wenn hier Gegner sind im Wald. Was ist das denn? Ich renne bestimmt gleich noch einem Bär in die Arme. Robin Hood hatte kein angenehmes Leben. Ist ja wie bei Assassin's Creed. Desynchronisation. Achtung, Desynchronisation. Oh, was ist hier? Das ist eine Falle. Oh, ich kann hier schlafen. Ich könnte, aber dann geht das ab von unserem
Also, wenn wir jetzt schlafen, ist es dann dunkel? Nee, aber wir sind wieder gesund. Hallo, Ayla. Okay. Wir müssen noch 4 Rehe schießen. Ich hab was gehört. Hör was. Ist nicht richtig getroffen. Aber es ist doch umgefallen. Ich glaube, es war nicht richtig umgefallen. Wollte gerade sagen, liegt hier vielleicht doch Fleisch? Ach, da! Wo ist denn das hingeflogen? Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie ich einen Schuss abbrechen kann. Oh! Say something. Muss auch was essen. Toll, hier waren gerade so viele Rehe. Ja, sie überall. Wir haben es, Leute. Gather Meat in the Storage. Ich habe jetzt 30 im Inventar. Ich gehe jetzt zurück. Oh, sind das die Zeichen, wo Gegner sind? Weil hier sind die Bäume. Kann ich Markierungen machen? Ach, da ist Storage. Okay. Möchte nur nicht unbedingt noch mal kämpfen. Müssen. Hier am Fluss lang. Huch, es ruckelt. Kurz. Wir haben übrigens wirklich Stamina. Das Gelbe ist Stamina. Oh, wir sind schon am Dorf. Ich habe hier schon ein Haus gesehen. Oh, Gott sei Dank, nicht nochmal Gegner. Ging ja doch mit dem Jagen. Hat gar nicht mal. So, und wo ist jetzt Grün Storage? An der Brücke.
Ah, jetzt zeigt's mir Storage an. Hier drin? Village Storage. So, jetzt können wir mit Tuck reden. Aufgabe erledigt. I see you are back, alive and well. Hopefully you are bringing good news along with you. Were you able to hunt down some deer? Konnten wir ein bisschen jagen? It's almost like you're forgetting who you're talking to, Brother Tuck. Here it is. And it's still warm to the touch. I only hope it's enough for the community. Wir hoffen, es ist genug für die Gemeinschaft. By the grace, yes. And now that our people will not have to worry about food, they can finally get to work properly. Hmm. And that means you need not rest for too long now. Jetzt können sie endlich arbeiten. If we want unsere to be effective, Mitglieder. We, and by that I mean you, need to gather more resources for the village's expansion as soon as possible. Wir müssen noch mehr Ressourcen sammeln gehen, so schnell es geht. Sounds like another invigorating task. What would you like me to fetch? Was sollen wir sammeln? Just some rocks. For the furnace I have got a blueprint of, my friend. We need something to smelt the iron ore into ingots if we want to have good tools. Okay, für die Schmelze brauchen wir Stein. Ja, wir brauchen gute Metalle, um gute Werkzeuge machen zu können. So be it then. I will be back when I have enough. Okay, wir gehen Steine sammeln. Wir brauchen 60 Steine. Komm, lass uns einfach die Steine hier nehmen. Wir haben 54. 60 kriegen wir ja wohl zusammen. So, wir haben 60 Steine. Und 30 Holz. Ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, wo ich Holz herbekomme. War das hier nicht? Warte, hier gab es doch irgendwo Tutorials. Lass uns mal kurz schlafen. Wo ist mein Haus gewesen? Wisst ihr noch, wo mein Haus war? Hier so? Nee, da war doch... Ich habe ja auch Zeug drin. Wir können mal kurz ein bisschen was ablegen. Empty Bottle müssen wir auffüllen. Ja, cool. Ich hatte voll die Ordnung und jetzt habe ich alles. Nee, Steine brauche ich. Brot und Apfel. Mehl brauche ich jetzt nicht unbedingt einstecken. Wahrscheinlich können wir damit erst Holz hacken und nicht mit der mit dem kaputten Ding. Okay. Dann machen wir hier oben Rohstoffe hin. So, und unten machen wir noch, müssen die Flasche noch voll machen. Ah, wir schlafen kurz. Okay, das ist unser Haus, das müssen wir uns merken. Welches Haus ist das? Da steht ja auch Resting. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So, wir machen hier. Machen wir noch eine Wasserflasche.
So, was wollten wir noch machen? Wir müssen sogar tatsächlich was trinken. Jetzt habe ich... Muss aber ziemlich viel essen. Und wir können direkt die Flasche wieder voll machen. Nun, denn gehen wir mal hier so hin.